Persönliches Eis. Gegnerischer Quicker wird automatisch aufgehoben. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Das geht auch noch in den Slot. Regeneration der Speicherkapazität um 0,25 Punkte pro Sekunde. Verbessert Kerenzikov, indem die Geschwindigkeit und die Reflexe des Benutzers steigert. Das ist, glaube ich, ein Skill, den ich nicht freigeschalten habe. Er ist sofort 23% maximale Speicherpunkte wieder her, wenn die verfügbaren Speicherpunkte auf 20% sinken. Klingt gut. So, ansonsten ist hier der? Nee. Kann nichts mehr installieren, ist alles gelockt. Jetzt kann ich mal wieder eine Tech, kann ich mal wieder eine Smart-Waffe spielen, ne? Wollte ich nicht letztens die hier herstellen? Sturmgewehr ist keine MP. Minus 12% Rückstoß. Blockiert. Okay. Warum? Weil mir die Items dafür fehlen. Grüß dich, Dancho. Warum hast du so viele Teile davon? Meinst du bei der Cyberware oder was? Ich bin gerade bei einem Dingens, bei einem Ripper-Doc. Geh mal raus. Ich habe schon einiges. Ich verkaufe die halt selten, ne? Weil die halt nichts wiegen. Also, im Inventar. Junk. Wo ist es denn eigentlich? Ach, da muss ich wieder auf Cyberware gehen, ne? Aber gab es nicht irgendwie eine Sammlung, wo man mir das insgesamt angezeigt hat? Inventar. Zählt halt nicht als Inventar, ne? Ja, das zählt nicht. Das muss ich jetzt hier gucken. Da gibt es keine allgemeine Übersicht. Also hier siehst du, was ich jetzt noch hab, ne? beim Frontalkortex an. Doppelt. Hier habe ich halt ein paar Hände, Augen. Arme. Skelett habe ich gar nichts weiter übrig. Hände habe ich ein bisschen was. Nervensystem habe ich eins. Kreislauf. Und Integument-System habe ich noch ein paar, aber so viel ist es nicht. So viel ist es nicht. Von den goldenen. Was kann man denn machen, wenn man alles durch hat? Wenn du die ganze Story durchgespielt hast, meinst du, Dancho? Oder was meinst du? Oder meinst du jetzt, dass ich allgemein hier irgendwie hier goldene Items habe? Die habe ich einfach mal alle gefunden, ne? Kann man immer mit Panam abhängen? Du, gute Frage. Ich hab dir jetzt auch das. Ich hab dir jetzt auch erstmal klar gemacht. Also. Keine Ahnung. Kann ich dir auch noch nicht so sagen. Ich glaube, man kann sie öfter mal. Man kann öfter mal am Dingens abhängen. In seiner Bude, ne? In seinem Apartment. So, wir gucken jetzt mal. Wir machen wieder Sidequests, bevor es ins DLC geht. Ich will erstmal alle Sidequests machen.
oder? Panam oder Judy? Ich finde beide ganz nice, aber ich finde ehrlich gesagt Judy ein bisschen attraktiver. Aber scheinbar kann man sie nicht so einfach klären, weil sie eher auf Frauen steht, habe ich gehört. Aus dem Twitch-Chat. Keine Ahnung, ob da was geht. I don't know. Ich habe auch schon eine ganze Weile Pause gemacht, ne? Panam Parma. Kann ich scrollen? Warum kann ich nicht scrollen? Ah, jetzt. Und wann ist diese Unterhaltung? Scheinbar habe ich schon mittlerweile geantwortet. Okay, ich muss mich mal kurz auskotzen, weil mir die Sache einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich habe sowas von die Schnauze voll von Soul. Denkt ihr echt, dass es der Familie besser geht, wenn wir unsere Seele an den Konzerne verkaufen? Ich kenne absolut niemanden, der so verfickt stur ist. Das Ganze kann nur böse ausgehen. Das haben wir vorher schon beantwortet, glaube ich. Okay, nicht sauer werden, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, sich mit Konzernen abzugeben. Ich komme selbst richtig mit einem von denen klar. Takemura, echt chilliger Typ, hat Ehre. Nicht alle Konzerne sind Säcke, manche können richtig anständig sein. Wie, hör mir gut zu, für einen Megakonzern zu arbeiten ist nicht einfach bloß ein Job, das ist eine ganze Identität. Ich traue denen nicht über den Weg und ehrlich gesagt ist jeder, der sich mit denen einlässt, selbst schuld. Sehr vorsichtig, okay? Oh, und danke übrigens, ich denke, jetzt denke ich nicht mehr an Zoll, sondern an dich. Ist mir auch viel lieber. Ja, das Schlimmste daran ist, dass man nie weiß, was gefährlicher ist, mit Konzernen zusammenzuarbeiten oder ihnen den Rücken zuzuwenden. Vor allem, wenn man ganz auf sich gestellt ist. Passt auf euch auf, okay? Ist wahrscheinlich schlauer, Zoll im Auge zu behalten. Danke, irgendwie fühle ich mich schon gleich besser. Als wären meine Gedanken viel klarer, nachdem ich mit dir geredet habe. Bei einer Sache bin ich mir ganz sicher, wenn die alte Kaldus auf einem Konzerner mit einem Konzerner zusammenarbeiten, dann geht das nicht gut für uns aus. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Pass auf dich auf, wie. Simi. Genau. Simi hat einen Monat Premium geschenkt. Hättest du nicht bei dem coolen Channel machen können? Hallo? Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Oh, ist das von... I really want to stay at your house? Warte 2 Tage, bis du eine Nachricht von deiner Partnerin bekommst. Oder dass ich die Mission jetzt verfolge, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Hey, du da! Mysteriöser Fremder! Juhu! Ja, dich meine ich. Oder siehst du hier noch andere mysteriöse Fremde? Sag mal, magst du Witze? Ich kenne einen guten. Klar, schieß los. Kannst du mir sagen, worauf alle Traumateam-Sanitäter schwören? Den hippokratischen Eiter! Ja, war nicht so gut. Plan ist veraltet, nichts als Lügen, das stimmt. Ich muss den jetzt mal umschalten. Ich wollte es eigentlich. Was ist hier los? Machen. Hallo, Fremder. Ich bin Brandon, deine freundliche SBEM von nebenan. Und die netteste KI in ganz Night City. Dir stehen vielerlei Getränke zur Auswahl. Oder komm einfach für einen Plausch vorbei. Jetzt bist du dran. Wie heißt du? Wieso rede ich mit einer SBEM? Ich heiße V. Schön, dich kennenzulernen, V. Kommst du oft hierher? Tatsächlich sogar ziemlich oft. Oh, habe ich recht gehört? Du willst, dass ich dir bei einem Kaffee Gesellschaft leiste? Nein. Oh, das macht gar nichts. Du kannst trotzdem welchen haben. Und wir müssen uns nicht mal bewegen. Wie trinkst du deinen? Milch? Zucker? Okay, überzeugt. Ich kauf was. Kaufen? Du musst dir gar nichts kaufen. Dann weißt du was? Ich schenke dir eine Dose Nicola. Danke. Brandon, oder? Genau, richtig. Ach, es ist toll, dass du dich erinnerst. Selbst für eine einfache SBEN. Kennst du gute Witze? Erzähl mal einen Witz. Weißt du, welche Söldner bei allen Datingseiten angemeldet sind? Die Solos! Keine Witze mehr. Cool. Also, wolltest du irgendwas von mir? Oh, ja.
Ich entschuldige mich, dass ich dich gleich zu Beginn unserer jungfräulichen Freundschaft derart überfalle, aber könntest du mir einen Gefallen tun? Was ist passiert? Siehst du den Behälter da vor mir? Er blockiert mir die Sicht auf die Straße und nimmt mir meinen liebsten Zeitvertreib. Könntest du ihn etwas zur Seite bewegen? Ich würde dich mit Dank überschütten. Auch wenn ich das ehrlich gesagt gar nicht auf Lager habe. Ich sehe, was ich tun kann. Ja. Danke, Vi. Mann, bist du stark. Hier, ja. Gönn dir ein Freigetränk. Geht auf mich. Diese übertriebene Freundlichkeit, das ist irgendwie zu viel. Aber so bin ich programmiert. Meinst du, irgendjemand würde mit einer mürrischen Spontanbedarfserfüllungsmaschine reden? Eben. Wärst du überhaupt imstande, mich zu beleidigen? Komm schon, nenn mich Wichser. Wieso sollte ich das tun? Du hast mich doch gerade gerettet. Du kannst es, ich glaube an dich. Du bist ein cooler und ziemlich hilfreicher, wirklich netter Typ. Wie war das? Haarscharf daneben, Brandon. See you later, Alligator. Alligator? Ich bin kein Alligator. Das sagt man nur so, wenn man sich verabschiedet. Oh, ich verstehe. Nicht, dass Alligatoren irgendwas mit Verabschiedung zu tun haben, aber egal. Menschen sagen die lustigsten Dinge. See you later, Alligator. Witziger Satz. Ja, eine Nebenmission, ne? Ist auch süß irgendwo. Parke dein Auto am angegebenen Ort. Ach, das ist die Scheiße. Können wir direkt gleich machen, weil wir sind ja gleich daneben, ne? Kann ich das nicht... Ich wähle schon, welches Auto wir dafür nehmen. So gerne ich mein Merc-Mobile fahren würde. Nehm den Hellhound. Warum ist da nur ein Licht? Also in Deutschland würde das ja gar nicht gehen. Kann ich überhaupt selber ballern mit der Karre? Wenn ich mich hinfahre. Weil wir der Immersion immer im First Person, ne? Logisch. Manche Autos sind mit verschiedenen Waffen wie Maschinengewehren oder Raketenwerfern ausgestattet. Halt zum Schießen, linke Maustaste gedrückt. Standardmäßig werden Gegner automatisch erfasst. Im Menü einstellen kannst du diese Option ändern. Drücke Alt, um die Waffen zu wechseln. Halte zum manuellen Zielen, rechte Maustaste gedrückt. Drücke F, um den Fahrzeugkampf zu beenden. Hallo? Ist ja komisch. Dritter Blick vergessen. Ich sehe doch nichts. Ich hab doch geguckt. Hey, bist du wie? Wow, leck mich. Das beantwortet nicht die Frage. Hat er eine Granate am Ohr? Du hast da was in deinem Gesicht? Die Granate. Darf ich fragen, warum? Ein Unfall? Das ist deine Nase. Hirn oder so? Ziemlich uncool. Du fragst mich was Persönliches noch bevor du dich selbst vorgestellt hast. Du bist wie, korrekt? Ja, das bin ich. Gut, dann mal los. Wohin denn? Little China. Ich hab Lust auf Huhn Kung Pao. Schön scharf gewürzt.
Naja, genau. Das wird's sein. Aber eins zu viel. Stört dich das nicht? Was? Die Granate. Also, die in deinem Gesicht. Man gewöhnt sich dran. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich beim Popel nicht den Stift ziehe. Was, hä? Meint ihr das ernst? Sind denn nicht in Deutschland? Man kann mich nicht direkt verknacken, weil ich den Schulterblick nicht gemacht habe. Ich glaube, in der Metropole haben die ganz andere Probleme. Verändert. Wo kommst du her? Brasilien. Also, da unten in Süd. Ich weiß, wo Brasilien liegt. Euch Gringos weiß man nie. Ich sag mal so, ne, das Fahren in der First Person macht das Ganze jetzt nicht so unbedingt einfacher. Bin ich falsch abgebogen? Nee. Kennst Doch. Du die Tiger Claws? Wer nicht? Hast du Freunde bei denen? Nein, warum? Das ist nur eine Frage. Wir nehmen Neugier. Es hat geruckelt. Also hier, okay, hier ist eine Schießerei und deswegen geht's nicht weiter, oder was? Ihr macht das schon. Ich hab genug, ich hab Street Creds auf Max. Über 100 Stunden im Spiel noch nicht mal die Hauptmission, das Hauptgame fertig gemacht. Nicht nah genug, oder was? Besser? Wir sind da. Warte hier auf mich und lass den Motor laufen. Wir sind hier, nur weil du Hunger hast? Genau, deswegen sind wir hier. Kann man so sagen. Deine Wahl dann schon. Panam oder Judy? Kann die Ansicht nicht wechseln. Was war das? Bist du so eine Art Granatenfetischist? Das Gefäß ist voll. Waren, Alter. Kann ich einsteigen? Ich fahre ein gepanzertes Fahrzeug und kann ich einsteigen? Das ist ja assi. Wäre besser gewesen, wenn du gleich gesagt hättest, was du hier abziehen willst. Du bist gut. Da haben die Leute recht. Echt verdammt gut. Ich weiß nur, dass die Blutpumpe schon wieder direkt gezündet hat. Also so gut bin ich jetzt auch nicht. Aber ich hätte gerne aus meinem Auto geschossen, wenn ich ehrlich bin. Weil das wäre sicherer gewesen. Ich geh mal kurz die Werbung, ja. Für die nächsten 5 Minuten. Okay, was meintest du? Du bist gut. Da haben die Leute recht. Echt verdammt gut. Nur leider hast du einen Stock im Arsch. Naja, das war's dann mit uns beiden. Viel Glück, W. Und entspann dich etwas, ja? Erklärst du mir jetzt diese Nasensache? Ach ja, es gab einen Streit mit meinem Bruder und er hatte eine Zange. Oh Mann, Geschwister. Du hast ja keine Ahnung. Ich hätte mir eine neue holen können, aber so passt das irgendwie besser zu meinem Stil. Okay. Und ich komme so mit den Mädels ins Gespräch. Muss sie nur nach dem Taschentuch fragen. Und, funktioniert's? Nicht wirklich. Ja, vielleicht liegt es daran, dass du aussiehst wie der
Wie der Joker. Und meine Bezahlung. Und eine Mischung. Was soll damit sein? Hier, wie gesagt, die Besten haben ihren Preis. Mach's gut, Weh. Und nie an der Nase herumführen lassen. Spruch, Bro. Eventuell dahinter in Deckung gehen? Ja, schon. Aber Autos explodieren nochmal schnell. Und das macht's ein bisschen komplizierter, die ganze Nummer. So, Die haben wir alle abgeschlossen. Ja, Moment, das würde dann auch explodieren, wenn du drinnen sitzen würdest, oder? Richtig, da schieße ich aber mit Raketenwerfer und MG. Also wäre die Chance, dass ich die Leute vorher abräume, ein bisschen höher. Maybe. Nehmen die Schnellreise, weil Autofahren ist immer so ein bisschen langsam auch. Was ist denn da unten jetzt für ein grünes Symbol? Hä? Wer das? Ja, er ist das, glaube ich. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel die Karre aushält, ne? Da bin ich ehrlich. Habe ich mir nicht markiert, ich glaube hier müssen wir hin, ne? Nicht markiert, wo die Sidequests sind. So. Genau, ich werde hier außen rumlatschen. Ich muss nach unten. Lass mich raten, ich komme ja nicht einfach so runter, ne? Ach, come on. Das ist halt hier extrem geil, ne? Was? Hä? Oh, hallo Schatz. Wollen wir es mal anmachen lassen? Okay, wieder da. Schieß los. Hey, hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Denn hier bin ich, Baby. Gehen wir irgendwo hin dafür? Oder ist das eher so eine Gassensache? Ich fick doch nicht auf der Straße. Hab eine eigene Bude. Ich weiß nicht, ob Panam das so gut findet, ne? Bin ich ehrlich, du. Aber vorher ging das, glaube ich, nicht. Ich will es einfach mal ausprobieren, wenn ich schon mal hier bin. Klar, hab grad nichts vor. Komm mit, Baby. Die wollen mich bestimmt ausrauben, ne? Oha! Oha! Sieht man mehr als bei Panam? What the hell? Hoffentlich kommt Maria nicht rein. Wie viele Dudes und Dudetten da schon mit einer Hand am Tisch spielen, das glaube ich auch. Direkt auch erstmal zwei Zuschauer mehr hier auf Twitch. Ihr kleinen Schweinchen. Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Was für ein geiler Spruch war das? Echt, was denn? Was denn? Was denn? Jetzt die Versprechungen machen und dann? Das war schon...
Da war die Nummer mit Panam, naja gut, das war persönlicher, ne? Aber das war jetzt nicht enttäuschend. Ich möchte auch sagen, das war in dem Originalspiel von Anfang an nicht drin. Weiß ich nicht. Oh, hab Grayson gefunden. Wie läuft's? Geht's dir besser? Ja, ja, total gut jetzt. Jetzt geht's mir auf jeden Fall besser. Ich habe mit meinen Leuten geredet und es sieht aus, als wüssten wir, wo Grayson ist. Alles in Ordnung, bin bereit. Wie sieht der Plan aus? Warte nochmal ab. Ich muss ein paar Infos durchgehen, aber es sieht gut aus. Okay, ich warte nochmal ab. So. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Wieder? Welches denn? Hallo? Die da hinten nochmal, oder was? Wie lange muss ich ja nicht ran? Was ist im Moment besonders angesagt? Dildos. In allen möglichen Größen und Formen. Besser als jedes BD-Hirngespinst süßer. Garantierte Befriedigung. Was gibt's bei dir zu kaufen? Alles, was jemand mit Bedürfnissen so will. Was haben wir denn hier? Den Pillowmancer 3000. Verstopfungen sind so 2076. Da passt jeder Zentimeter Liebe rein. Safewords sind eher was für Weicheier. Warte mal einsteigen. Erste Haltestelle Prostata-Plateau. Stacheldildo. Wenn einfach nur groß dir nicht reicht. BD, Epicurean Sonata, Bonusmaterial nicht kompatibel mit deiner Software. Kann man das benutzen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil es steht nicht da, dass es mit meiner Software nicht kompatibel ist, ne? Warum? Die Entwickler, ne? Schämt euch. Das ist vor allem richtig Schotter. 300 Eddies. Ich bin halt ein bisschen schockiert noch, dass man hat sogar Brust gesehen, ne? Krass. Krass, also. Naja. Jetzt kann ich sie nicht nochmal ansprechen, oder was? Hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Na klar, warum nicht, wenn wir schon mal hier binden? Ey, wir machen das, wofür wir hier sind. Das Schweinchen. Hallo, Grüße. Hey, was gibt's zu besprechen? Ich kann ja keine Aufträge annehmen, das ist ja blöd, dann bin ich ja völlig umsonst hier runtergefahren. Das ist ja jetzt dumm. War ja blöd. Stimmt, ich habe schon wieder vergessen, dass man die direkt anlaufen muss, die 175 Meters. Das Coole ist, mit meinem Bild habe ich einfach mal keine Stamina-Probleme mehr. Muss ich nach oben? Nee, oder? Also ich kann die ganze Zeit durchrennen. Gibt übrigens gleich nochmal eine Werbepause, ne? Damit die nächste Stunde keine Werbung kommt. Geht leider 3 Minuten, ich kann es leider nicht verhindern. In außenrum, hab keinen Bock auf Legerei, Schießerei, schieß mich tot. Auch für uns Patricia oder nur für die Plebs? Werbung gibt's immer nur für die Plebs. Ganz schön dicke Lippe für jemanden, der einen Zap geschenkt bekommen hat. Du musst was für mich besorgen. Für mich, nicht für einen Kunden. Also schnell und sauber, bitte. Dafür musst du ins Revier der Tiger Claws. Hohes Risiko also. Mehr Informationen anbei. Yes. So, Rückholaktion. Ein großer Schatz kann sich mitunter als ein schwerer Fluch herausstellen. Merkt ihr das wie? Einer Hehlerin aus meinem Territorium, Lee Gladen, fiel ein äußerst wertvoller Schatz in die Hände. Ein Gerät, mit dem sich Konzerne Cyberware knacken lässt. Einige nennen es Corp Cracker. Diese Tech öffnet Anzügen, die aussteigen wollen, die alle Türen. Sie können die Cyberware,
die sie von ihren Konzernen gestellt bekommen haben, behalten oder für gutes Geld gebraucht verkaufen. Lea ist nicht von gestern, sie wusste, was die Tech wert ist. Wir beide haben sehr lange verhandelt und waren kurz davor, uns auf einen Preis zu einigen, als auf einmal der Kontakt mit ihr abbrach. Finde für mich heraus, was mit Lea passiert ist. Und viel wichtiger, besorge mir diesen Corpcracker. Melde dich nicht eher bei mir, ehe du ihn hast. Verschwende keine Zeit. Na, perfekt.